Es ist der Startschuss für die Motorradsaison, das Bergrennen Landshag. Die Bundesstraße verwandelt sich hier in eine Rennstrecke. Das Bergrennen Landshag gibt es jetzt zum 43. Mal. Jeder, der mal in Landshag gewesen ist, von den Teilnehmern sagt, da ist eine ganz besondere Stimmung. Das Fahrerlager, das Rauffahren, beim Zurückoverfahren, die Fans, die am Streckenrand stehen, die teilweise bei der Rückführung sogar auf dem Asphalt stehen. Das ist das Besondere, was an jeden Fahrer fasziniert. Mehr als 3,6 Kilometer von Landshag bis nach St. Martin im Mühlkreis. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt bei 185 km/h. Landshag ist eigentlich vom Start bis ins Ziel eine Herausforderung. Im herunteren Bereich Schräglagen, wie weit kann man gehen, wann rutscht vielleicht der Motorradl weg. Im oberen Bereich die Geschwindigkeit, die schnellsten Fahrer sind an die 300 unterwegs, zwischen 250 und 300 km/h. Für das Rennen wechselt er von seinem gewohnten Territorium auf die Straße. Österreichs erfolgreichster Eis-Speedway-Fahrer Frankie Zorn. Durch das, dass ich nicht da irgendwo in der Nähe daheim bin, kann ich mich jetzt nicht so richtig auf die Strecken einschießen. Ich muss halt innerhalb von kürzester Zeit versuchen, mich so schnell wie möglich rantasten. Ich ziehe mir immer am Renntag vorher sehr viele Videos ein von Streckenabschnitten, wo ich dann, ich sage jetzt mal mit Slow Motion ein bisschen sehe, wo sind die Bremspunkte, wo bremst einer, auf was musst du richtig aufpassen. KTM schickt heuer quasi ein Geburtstagskind ins Rennen, denn die Duke feiert ihren 30er. Aufgrund von dem Jubiläum heuer, des 30 Jahre Duke Event, gibt es eben jetzt wieder eine Duke Battle-Klasse beim Bergrennen Landshag. Wir sind 24 Start in dieser Klasse, von der 98 Duke bis zur 1390 Super Duke. Knapp 300 Fahrer aus Teilen Europas sind vom 20. bis 21. April dabei, wenn aus der Bundesstraße eine Rennstrecke wird.